Fummel an deiner Frau rum. Die ist gerade entführt. Geht gerade schlecht. Was zum Teufel ist hier? Oh. Oh ja. Lagerraum. Nicht gut versteckt für mich. Ach du Heilige. 235. Ja. Ah, schön. Okay, gehen wir nach oben. Oben war auch noch was. So, ist die Tür noch draußen. Dann nach oben. Ist auch noch eine Tür. Wo bin ich denn jetzt? Okay, jetzt bin ich da, wo ich gar nicht hin wollte. Na gut, dann schaue ich mir mal zuerst hier um. Ist glaube ich auch okay. So, da geht's in die Richtung. Gucke ich mal zuerst in die Richtung. Das Gebiet ist schon geil. Also ich finde das schon, das ist grafisch schon geil gemacht. Venus von Willendorf steht hier auch rum. Warte, da kann man es untersuchen. Matthias Foster hat die Norm zu 180% erfüllt und was hast du dafür die Erfüllung des Plansols getan? Oh ja. So, wir sind jetzt gleich überfüllt. Wir noch ein bisschen was einsammeln. Okay, da geht's weiter. Da ist ein Raum. Da können wir mal reinlatschen. Gucken wir mal. Alter. Okay, ich glaube, das wird eine kleine Sammelrunde, wenn ich das, so wie ich das sehe. Heute. 2 Stunden lang nur durch die Stadt laufen. Warte, da war was. 2 Stunden nur durch die Stadt laufen und einsammeln und Gegenstände stehlen und alles. Wir sind Geralt der Schurke, nicht der Hexer. Habe ich vorher schon erwähnt. Geralt der Listenreiche. Okay. Oh. Oh, ein Buch. Na gut. Das Buch kenne ich. Theoretisch ist ein. Es geht ums Tal der Blumen. Das ist auch eine Geschichte in den Büchern. Ich weiß nicht, was Tol Platana oder irgend sowas, keine Ahnung. Warte, ich muss mal kurz gucken, wo die Versammlungen sind. Ah Gott, okay. Poker, Wergen. River Poker hat es Geralt angetan. Kaum in Wergen angekommen, sah er sich nach Mitspielen um. Dort war der Zeitvertreib überaus beliebt und Geralt fand einige Spieler. Darunter war sogar der Schenkenwirt. Geralt erfuhr, dass auch der Troste Cecil Burden und der Gehilfe des Schmieds für jeden gute Partie zu haben sind. Doch als Könner spielten sie nicht mit jedem. Geralt musste sich einen Namen erspielen, indem er die Zwerge bezwang, die sich zum Spielen in der Schmiede trafen. Muss ich mal rausfinden, wo die Schmiede ist. Habian. In Oberedien sah sich Geralt nach Auftragen für Hexer um. Ihm kam zu Ohren, dass Wergen einen Preis auf Dezimierung der Harpien-Population ausgesetzt hatte und er wagte sich an die Aufgabe. Zunächst wollte er sich über die Gewohnheiten der geflügelten Bestien informieren. Dazu zog er die entsprechenden Fachleute zu Rate und ging einzelnen Exemplaren ans Dieter. Okay. Okay, da sind auch noch einige Quests. Am Scheideweg werden orange, ist natürlich klar, das ist abgebrochen, macht auch Sinn. Okay. Müssen wir uns mal mit... Da vorne habe ich aber, sehe ich schon... Warte, Kriegsrat, ich aktiviere mal das. Das Kriegsrat ist genau hier. Folgedessen später. Zuerst ziehe ich mich mal in der Stadt um. So, da kam ich her. Gehen wir mal nicht runter. Hallo. Meine Verehrung. Fummel an deiner Frau rum. Ja, deinen Spruch kenne ich schon.
hier irgendwas zu mitnehmen? Ja, und wie hier was zu mitnehmen ist. Und wieder aktivieren, ja. Das macht total Sinn. Verschlossen. Hm. Okay, bringt nichts. Schade. Hätte mir gedacht, vielleicht kann man es öffnen, aber leider nicht. Na gut. Warte, das müsste dann der runter rein. Fummel an deiner Frau rum. Ach ja, die Wachen haben alle den gleichen Spruch drauf. Anscheinend Probleme mit ihren Frauen. Okay, Orenz ist nicht so tragisch. Tragisch wird es, wenn wir überfüllt werden. Okay, ging sich noch aus? Ging sich auch noch alles aus? Wie sieht's aus? Ah, okay, genau 150. Nein, komm. Na gut. Dann. Gut, dass die Taverne nicht weit weg ist. Ich hoffe, ihr habt Zeit, weil jetzt dauert es ein bisschen, bis wir dort sind. Wobei, ja, ist eh gleich da. Und beim Schankwirt, man muss ja nicht ins Zimmer hoch, sondern man kann gleich beim Schankwirt ein bisschen Sachen ablegen. Ja, geht zum Kriegsrat, ist gut und schön, aber da will ich nicht hin, einfach aus dem Grund. Wobei, bei dem Verkäufer konnte ich mal den sinnlosen Plunder verkaufen. Zumindest einen Plunder, irgendein Gerüppel, was ich sowieso nicht brauchen kann. Dass ich zumindest wieder schnell laufen kann. So. Den Rest verkaufe ich beim Lagerhalter. Diese Türen sind auch so unnötig, diese doppelten. Oho. Die Bauern träumen vom Krieg, statt den Kuhmist wegzuschaufeln. Ist ja ziemlich was los bei euch. Naja, wir und noch allerhand Gaffen. Ich wünsche... Okay, den kennen wir schon. Vielleicht halten Sie ja hin. Auf zum Schankwirt, hallo. Womit kann ich dienen? Na ganz einfach, ich möchte auf mein Lager zugreifen. So. Jetzt natürlich die Frage, was haben wir hier? Blaue Bergeschwert hätten wir, haben wir hier schon. Solides Entermesser, das hebe ich mal auf. Schwerter Spezialverbände. Darum geht's denen nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was haben wir denn? Zum Vergleichen. Wir haben 13, 18. Schadensreduktion beim Blocken ist plus 10. Und das blaue Schwert der Spezialverbände hat 15 bis 22 und Bluten. Ah, der hat keinen Sockel, deswegen. Okay, trotzdem. Solides Langschwert nehmen wir trotzdem mit. Womit kann ich dienen? Ja, ich will wieder auf mein Lager zugreifen, danke. So. Okay. Das heißt, das solide Langschwert. Saven wir uns mal. Bei den Distanzwaffen. Ja, genau, da habe ich ja gesagt, ein Stück heben wir uns immer auf. Den Rest haue ich weg. Okay, was braucht denn extrem viel? Das legen wir natürlich wie immer ab. Schleifstein 5 ist immer standardmäßig dabei. Ich glaube, Fallen kann ich ablegen. Ne? Fallen nehme ich... Fallen ist es so selten, dass ich die benutze. Da benutze ich eher Bomben. Bomben sind interessant und so. Aber Fallen... bin ich eher... skeptisch. Okay. Was die ganzen Sachen hier angeht... Ja, das kann man gar nicht... Das kann man nicht alles ablegen. Den Brief an Iovet. Den haben wir, glaube ich, eh schon gelesen. Ludwig Mörser können wir auch nicht dingseln. Das Buch könnten wir kurz... Okay, das Buch lesen wir dann schnell noch durch. Interagentrophäe braucht nicht viel, deswegen habe ich es dabei. Die Mutagene auch nicht. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Dingen. So, Elementstein ist 4, den kann ich ja dabei lassen noch. So. Legen wir mal einen... Ich weiß nicht. Legen wir 7 von den 10 ab.
Das braucht nichts. Da haben wir dann 01, 02. Das ist gemütlich. Neckaugen. Neckaugen können wir, keine Ahnung, lege ich mal 31 ab. Dann haben wir 20 noch dabei. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber zumindest haben wir dann nur noch ein Neckerherz. Legen wir vielleicht 5 ab. Dann haben wir noch ein paar dabei. Okay, irgendwas muss hier extrem viel verbrauchen. Genau, bei den Handwerkssachen meistens. Oh, das Eisenerz. Lege ich komplett ab. Das kann ich mir holen, wenn ich es brauche. Hole ich es mir. So, alles andere. Vielleicht den Kiefer. Der verbraucht auch viel. Alchemistische Zutat. Enthält Karmin. Okay. Alle 13 und lege ich 7 ab. Dann habe ich noch 6 dabei. Holzklotz kann ich komplett weglegen. Auch das Leder kann ich komplett weglegen. Theoretisch kann ich das immer alles komplett weglegen. Pechdraht. Kann ich, keine Ahnung, 34 weglegen. Rostiges Meteoritenerz, also rotes Meteoritenerz, kann ich lege ich mal komplett ab. Die Runen behalte ich mir. Die 17 Tuch lege ich auch komplett ab. Kann ich, brauche ich wahrscheinlich nicht. Okay, das ist alles egal, das verbraucht fast gar nichts. Ja, wie gesagt, hier sind die ganzen Quest-Gegenstände, die verbrauchen zum Glück ja eh nichts. Gerümpelzeug. Kann man werde ich einfach verkaufen. Und ja, den Rest kann man verkaufen. Ich lese noch schnell das Buch hier. Dol Platana bedeutet in der alten, älteren Rede Tal der Blumen. Wer das Tal je mit eigenen Augen gesehen hat, wird zugeben, dass der Name so poetisch wie treffend ist. Einst war es das östliche Grenzgebiet des Königreiches Edien. Heute ist es der einzige freie Elfenstaat. Entstanden nach dem letzten Nilfgaardkrieg als Dank des Kaisers Emreis an die Elfen für ihre Verdienste im Kampf. Hier herrschte die Zauberin Franziska Finderbär, auch als Enid Angleana bekannt. Die Asta aus den Teilern. Doch Dol Platana ist seinen Nachbarstaaten ein Dorn im Auge, obwohl sich seine Herrscherin gezwungenermaßen von den Squadell und ihren Zielen distanziert. Okay. Und wir können das Buch ablegen. Womit kann ich dienen? Ja. Verkaufen. So, das kann man verkaufen. Die soliden Entermesser, weg damit. Sonst eigentlich nichts außer Krümpelzeug. So, weg damit. Womit kann ich dienen? Ja, ich würde noch gerne ein Buch ablegen. Und zwar... Es braucht zwar nichts, aber ich lege es trotzdem gerne ab. So. Leuchten seine Augen so komisch? Alles abgelegt und jetzt können wir eigentlich wieder anfangen zu sammeln. Ja, ich weiß, es ist nicht spannend. Aber es gehört einfach zum Let's Play dazu. Es gehört einfach zum Let's Play dazu. Einfach ein bisschen durch die Gegend latschen. Und Dinge einsammeln. So, da wir vorher da drüben waren, will ich jetzt nochmal schnell hier reingucken. Alles so kleine Wohnungen, so süße kleine Wohnungen, wo ein Haufen Zeug drin ist, das man mitnehmen kann. Spitzhacken vor allem. Ich sehe schon, wenn man Spitzhacken-Not ist, dann haben wir hier alle. Jetzt muss ich schauen. Hier oben sind wir. Nein, das war was anderes, oder? Ja, hier haben wir schon alles mitgenommen. Das war das letzte Häuschen, wo wir drinnen waren. Gehe ich wieder nach oben. Monsterjäger, was würdest du für meine Alte verlangen? Ja, gar nichts. Mache ich gratis. Schon ist der Frieden vorbei, was? Eine Armee mit einer Frau an der Spitze. Meine Güte, ob das was wird? Bestimmt. Saskia wird Hänsel. Warum soll das nichts werden? Ich meine, hallo? Seid ihr rassistisch oder was? Es würde ja genügend. Fremdlinge. Nicht der Rede wert. Sei gegrüßt. Hallo. Der eine mag mich nicht, der andere. Das Feuer kann ich. Ich könnte überall das Feuer ausmachen, das wäre ganz gemein. Aber da gehe ich lieber in die Bauernhäuser und stehle den Leuten alles. Den armen Bauern nehme ich alles weg. Ich kann es wahrscheinlich besser brauchen als sie. Muss man leider eingestehen.
Als dass man bei diesen Betten anläuft, ist auch... Was ist? Hast du was dagegen, wenn ich die Sachen mitnehme? Nee, oder? Nee, hat's nicht. Wer wäre sie denn, einem Hexer die Hand zu verbieten? Das Gesicht fahl, die Lippen schwarz, hob sie die Hand. Ja. Wo geht's denn jetzt hier wieder hin? Ich blick hier. Ah, ein Fachkollege. Hm? Ich bin Urtan, Rattenfänger. Bei mir gibt's allerlei Fallen. Für Mäuse und für Trolle. Hexer kriegen Rabatt. Ah, ist gut zu wissen. Okay, lass uns würfeln. Na, vielleicht später. Fang was Ordentliches. Jo. Ah, gut, dass der die ganze Sache hat. Lass uns würfeln. Immer mit dem höchsten Einsatz. Sehr klar. Jetzt ist mal... Ich hasse es, wenn da ein Würfel rausfällt. Das ist so beschissen. Was hat denn der? 4, 4, 3, 3. Was haben wir? 4... 5, 5. Wir haben 5, 5. Okay, wir haben 5, 5. Könnte ich theoretisch die zwei nehmen und nochmal würfeln. Weil der in der Mitte fehlt, ja. Das ist so geil. Ja, mit viel Glück gewinne ich ja. Ah, 4, 4. Haha. Na toll, er hat einen Drilling. Wie beschissen. Da würfelt man mit 4 Würfeln, hat 5, 5, ja. Und dann würfelt der einfach nochmal einen Vierer. Das gibt's ja fast nicht. Ich will würfeln. Komm jetzt. Streng dich an. So, 10 gesetzt. Vorsichtig würfeln. Ich kann das so schlecht lesen auf die Entfernung. Was haben wir denn? 6? Ah, wir haben eine 6. Das ist ein 3er, ein 4. Theoretisch könnte man sogar auf eine Straße gehen. Was hat er? Einen Drilling. Geil. Das ist so richtig... Ja. Du hast gewonnen. Was? Was habe ich? Ich hab auch einen Drilling mit 3er. Sehr schön. Sag ich nicht nein. Hallo? Elendes Aas. Sag das nochmal und ich schlag dir ins Gesicht. Mit meinem Schwert. Guten Tag. Ich bin der, der die Häuser leer räumt. Haben Sie was zum Mitgeben? Ich nehme gratis die Sachen mit. Sie brauchen nichts zahlen. Sie können sich hier einfach ihrer Sachen entledigen. Ob das die teuersten oder die billigsten sind, ist komplett egal. Hallo? Was für ein hübscher Kerl. Danke. Bist auch nicht von schlechten Eltern. Naja. Liebesgeschichten kommen hier im zweiten Teil vom Hexer relativ kurz, kommt mir so vor. Na, ach, hier kamen wir wirklich raus. Okay. Und hier kommen wir natürlich... Okay, okay, okay. Okay, dann haben wir das Gebiet hier oben mal erledigt. Zum Kriegsrat will ich ja nicht. Das habe ich ja vorher schon erwähnt. Dann gehe ich mal da vorne zu den Herrschaften. Da war ich und ich muss das heute alles machen, weil sonst... Was für Zeit? Ein Hexer ist doch kein Mensch. Wenn ich mit Zauberinnen ein, dann gibt's keinen Schnaps? Nein. Lässt du dich mit Zauberinnen ein? Ja. Hexerchen! Ja. Geht weiter, ich... Interessant, für wahr. Aha. Sieh an, sieh an. Geralt von Riva. Wer hätte das gedacht? Sei gegrüßt. Wir kennen uns nicht, aber ich weiß, wer du bist. Ich arbeite für die Vivaldi Bank und bin aus geschäftlichen Gründen hier. Ist Vivaldi wohl auf? Und wie? Kraft der mir verliehenen Vollmacht eröffne ich dir hiermit im Namen der Bank, dass du über einen unbegrenzten Kreditrahmen bei uns verfügst. Ich hätte gerne einen Kredit. In Ordnung. Leider verfüge ich gerade über keine nennenswerte Barschaft. Anbieten kann ich dir einen üblichen Kredit für jemanden, der einen höchst riskanten Beruf ausübt. Ja. Da bietet er mir einen unendlichen Kreditrahmen an.
und kann mir dann aber trotzdem keinen Kredit anbieten. Aber Vivaldi kennt mich doch ganz gut. Vivaldi hat wohl nichts dagegen, wenn ich mir ein bisschen mehr leihe. Das ist praktisch alles, was ich habe. Na, ich komme schon zurecht.